willkommen hier zu unserer F1 23 Mega Season. Wir sind diese Woche in Miami, auf, ja, ich würde mal sagen, die Hotspot der Stars schlechthin. Diese Strecke wird ziemlich spannend werden. Die Strecke ist ziemlich genial. Auch der enge Mittelmeersektor, mein Highlight. Hier haben wir nun die Strecke: 5,4 Kilometer, 19 Kurven und 3 DS-Zonen. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, lasst euch gerne ein Däumchen oben da. Und schaut auch unbedingt gerne auf Fitz-Tobi auf TikTok vorbei. Würde mich extrem freuen. Links wie immer alle unten in der Bio. Und das Hard Rock Stadium natürlich. Ja, das Aushängeschild, das steht da drin. Das Aushängeschild der Strecke. Man muss natürlich auch sagen, dass wir hier auf dem Parkplatz des Stadiums fahren. 65.000 Leute passen da rein, aber jetzt geht's mal los. In unsere Rennstrategie. Miami, eine Strecke, ja, die auch letztes Jahr Debüt gefeiert hat. Toll zu fahren hier. Sehr, sehr schön. Auch, wie gesagt, viele Promis immer wieder hier. Auch, ja, der gute Vin Diesel, den hat man gestern in dem ein oder anderen Social Media Post gesehen. Esteban Ocon hat sich da als Fanboy geortet, aber auch Kevin Magnussen musste da ein Foto machen. Lando Norris war mit dabei und der war auch mit seinem Dodge Charger auf Start und Ziel unterwegs. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen Promotour für Fast and Furious 10 sein wird. Aber ja, gern Promo. Ich liebe den Film, ich liebe die Hauptdarsteller. Es ist vermutlich die beste Filmreihe, die ich jemals gesehen habe. Ich liebe diese Filmreihe, die sind alle anzusehen, außer Tokyo Drift. Dennoch, auch der letzte Teil, der 9er, der ist ein bisschen rausgestochen. Von der Psychopathie her so ein bisschen. Ich meine, Wildern und so, war ziemlich funny gemeint. Aber jetzt kommen wir zurück hier, wir kommen gut raus aus dem Sektor. Purple im zweiten Sektor, wir konnten dann leider, mussten da ein bisschen die Stange mitnehmen. Ja, DRS on, aber heute im Qualifying wird noch einiges passieren, obwohl wir hier noch im Training sind. Aber im Qualifying, ja, da wird einiges noch passieren. Das muss ich leider spoilern. 318 Top-Geschwindigkeit, das passt zu Mercedes auf jeden Fall. Wir haben auch gesehen, in Aserbaidschan hatte Mercedes nicht viel zu lachen. Der Mercedes hier ist konkurrenzfähiger, würde ich mal sagen. Und ja, Road to 8. Titel für Lewis Hamilton werden wir auf jeden Fall in den Angriff nehmen. So, das Delta zeigt positive Werte an, aber liegt vermutlich auch daran, dass ich jetzt auf Rotlap umgestellt habe. Ja, die Kurve, der Exit war jetzt nicht so gut, aber wir fahren da jetzt natürlich auch nicht auf Push. Wir sehen so in der Zeit, die ist da weit drüber und auch an den weißen Reifen. Also, ja, das sind doch richtig grottig zu fahren. Oh mein Gott, da kommt der Spin. Mal gucken, was da so abging. Das war echt nicht gut. Das war, ja, für das ist Training da, dass man guckt, was da abgeht so und wie man ja so ein bisschen die Grenzen austesten kann. Ich respawn da zwar gern, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Hier kann man ziemlich weit und oft rausfahren. Das kennen wir von der richtigen Formel 1, die waren doch oft draußen. Aber dennoch, ja, muss man sagen, es ist eine Strecke, die ist wirklich schwierig. Aber gerade mit diesen langen Geraden und auch hier dieser komplett, ja, quasi Vollgas zweite Sektor mit dem, ja, engen Mickey-Maus-Sektor und der ewig langen Geraden. Also ich muss schon fast sagen, der dritte Sektor ist mein Lieblingssektor. Denn ja, wenn du hier diese Kurve schaffst und ich habe da meine eigene Technik, fahre rechts ein bisschen an, schneid den kompletten Körper und rechts, ja, das wäre jetzt ein bisschen zu viel, aber dann kannst du eigentlich rechts über den Körper drüber streicheln, machst viel Zeit gut, weil du viel, viel mehr Schwung mit rausnehmen kannst und arbeitest dich auch dann dran. Natürlich wichtig, oder ich würde mal sagen, die wichtigste Kurve ist Turn 16, 17, sorry, ich weiß es nicht genau, also die Kurve vor dieser langen Geraden. Und das ist wirklich die vermutlich wichtigste Kurve auf dieser Strecke, denn wenn du hier gut rauskommst, wenn du hier viel Schwung mitnehmen kannst, dann kannst du auch den Vordermann angreifen, wenn deine Schlagdistanz ist. Wir sind in der, ja, vierten Runde und jetzt hat sich hier, ja, so ein bisschen Routine eingeschlagen. Wir sind Erster und Zweiter, mein Teamkollege und ich, Georgi, auch mit den Weißen unterwegs. Rennstrategie würde ich mal sagen, sind eher die Weißen, aber das wird ziemlich interessant werden. Und los geht's jetzt hier mit unserem Qualifying-Sim. Wir sind auf die Roten geschlüpft und mal gucken. Vielleicht ist eine gute Zeit drin, hier ein leichter Quersteher. Dennoch konnte ich durch den, ja, besseren Reifen, oder das sind ja 2 Grad weichere Reifen, konnten wir da trotzdem viel, viel Schwung mit rausnehmen. Hier dann links und dann rechts. Und ja, den schneide ich eigentlich links normalerweise nie an. Aber ich war da jetzt nicht, ich war da ein bisschen unsauber. Man muss auch sagen, ich bin diese Strecke noch nicht so oft, oder
Ich bin zu diesem Zeitpunkt gerade mal die 7. Runde gefahren. Also das hat sich dann mit den Runden verbessert. Auf jeden Fall würde ich mal sagen. Dennoch 7 Zehntel im Delta. Wir fahren auf Schwierigkeit 85. Falls es euch interessiert. Und das wundert mich auch, dass wir mit dem Mercedes hier so dominant mitfahren können. Also wirklich. Das hätte ich auf diese Schwierigkeit echt nicht erwartet. Aber da bin ich natürlich froh drüber, dass uns hier genau so fahre ich sie normalerweise. Es kostet zwar viel Zeit, auch natürlich musst du auch aufpassen, wenn die Reifen ein bisschen abgefahren sind mit der Traktionskontrolle. Mittel ist es dann ein bisschen schwierig, wie auch manche meinten, nein, ich fahre Traktionskontrolle Mittel, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, aber ich bin ein, ja, Traktionskontrolle Mittelfahrer. Aus kann ich gar nicht verstehen, nur in Monaco würde ich sagen, weil da ist es mir auch wirklich zu happig, wenn du dann direkt Rutscher hast oder so. Dann ja, passieren da immer die dümmsten Fehler. Auch Japan meistens mit Traktionskontrolle, weil ich diese Strecke absolut nicht leid kann. Aber jetzt sind wir hier im Qualifying zum Miami Grand Prix von, ja, 2023. Vergesst, was hier steht. Wir sind im Qualifying in Miami. Eine Strecke, die wirklich ziemlich cool geworden ist, obwohl viele Sterne in den Weg gelegt wurden. Da haben wir nochmal 5,4 Kilometer, 19 Kurven und eben diese wunderbaren 3DS-Zonen. Also Start und Ziel auf dieser ewig langen 1,3 Kilometer langen Geraden und auch im Vollgas-Mittelsektor. Viele Steine in den Weg gelegt worden. Ja, warum? Also man wollte ja ursprünglich wunderschön an der Küste entlang fahren. Wir probieren hier mit dem gelben Satz, by the way. Und ja, man hat das durch Anwohnerklagen und so weiter direkt, habe ich 21 vorhin gesagt, ich meinte natürlich 22, man hat das durch Anwohnerklagen 2022, also halt bei der Entstehung hat man das schon 20, bei der Entstehung hat man das Ganze leider durch Anwohnerklagen und dann auch durch den Stadtrat komplett über Bord geworfen, weil einfach so viel Gegenwind da war. Da musste eine Notlösung her. Ich frage mich, wie groß dieser Parkplatz ist, wenn dein komplettes Formel 1 Rennen stattfinden kann. Also Parkplatz ist jetzt natürlich ein bisschen ein harter formulierter Begriff, aber es ist ja theoretisch der Parkplatz im Hard Rock Stadium. Und wir konnten es wirklich mit 180.000stel vor Max Verstappen mit den gelben Reifen ins Q2 schaffen. Deswegen probieren wir auch in Q2 mit den gelben Reifen weiterzufahren, auch wenn hier Fernando Alonso im dritten Sektor lila hat, aber das juckt mich nicht. So, aber wie gesagt, Not macht erfinderisch, dann hat man das Ganze hierher verfrachtet. Zuerst wollte die Formel 1 schon 2021 hier fahren. Man hat das Ganze aber wegen dem Saudi-Arabien-Rennen, das ja dann das neue Rennen im Kalender war, hat man das ein Jahr verschoben. Deswegen sind wir jetzt hier. Ziemlich cool. Auch das zweite Jahr schon. Den ersten Sieg holte sich Max Verstappen. Und das erste Qualifying, die erste Pole-Position auf dieser Strecke, konnte natürlich Charles Leclerc fahren. Also wird es diesmal interessant, wer der erste Doppelsieger von Miami, oder wird Max der erste Doppelsieger, oder bekommen wir einen weiteren Red Bull Winner, oder bekommen wir heute einen, Sieg, noch, oder kommt heute noch was anderes drauf. So, los geht's hier in unserem Q2-Versuch, die Reifen sind lang gefahren, oder sehen wir einen Mercedes am Podium, Sieg, oder doch wieder einen Leclerc. Schreibt's gerne mit. Oder doch einen Leclerc, einen wohlbekannten Leclerc. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. So, lala. Aber wir kommen hier gut durch. Jetzt geht's los. Die Kurve ist insofern nicht so wichtig, denn man hat sowieso noch zwei Kurven vorher. Also natürlich ist auch hier den Sprung mitnehmen wichtig. Aber ich würde es mal sagen, es ist keine Schlüsselkurve. Los geht's mit unserer Qualifying-Runde. Los geht's. Turn 1, den Körper nur leicht küssen. Nur leicht einen Hauch geben, links gar nicht anfahren, rechts fahre ich auch ungern an, viel mehr Schwung nehme ich da gerne mit, denn jetzt geht's in diesen kurvigen, Bereich, den ich absolut nicht so mag. Der Bereich ist ja eher so semi, das sind Mini-Sektoren, aber da bleibe ich auch mit dem Reifen in den Track Limits, will mir da jetzt nicht so unterstellen lassen, die Kurve, diese Curb fahre ich auch gerne in der Mitte des Autos, weil er echt flach ist. Purple im ersten Sektor, trotz der gelben Reifen. Stolla. Und DRS on. Jetzt geht's eigentlich nur noch eins, das rechte Pedal Vollgas durchdrücken und dann natürlich hier sich nicht verbremsen, denn das unterschätzt man. Man hat da eine richtige Pace drauf und ab in den Mickey Mouse Sektor.
gut Schwung mitgenommen. Hier links, hier rechts ein bisschen zu weit rausgerutscht. War Gott sei Dank keine Streckenbegrenzung. Also war es auch optimal, auch beim Rausbeschleunigen ging das Auto schon ein bisschen quer, ganz, ganz minimal, aber liegt vermutlich auch an den nicht mehr ganz so frischen Reifen. Trotzdem, mal gucken, wo wir hier landen. Es ist ein Versuch. Vielleicht muss ich dann auch nochmal auf Rot gehen, aber wäre natürlich cool, wenn wir das mit Gelb schaffen würden. Also, ich habe da Vertrauen ins Auto und auch in meine Skills heute. Und aus der letzten Kurve hier auch, der letzten richtigen Kurve hier auch richtig gut rausgekommen. Zickzack, links und rechts. Und das reicht für aktuell mal Lila. Wir gehen mal zurück in die Box und gucken mal, wo wir und ob wir es geschafft haben. So, mal kurz ein bisschen nach vorspulen, nur um zu sehen. Max Verstappen hat sich zwar für den ersten Platz davor gerückt, aber es sind halt so minimale Abstände mit 20 und 72 Tausendstel, dass wir hier jetzt ja nicht unbedingt nochmal rausfahren müssen. Ich würde mal sagen, wir sind da auch safe mit einer halben Sekunde Vorsprung zu Checker. Das finde ich schon echt sagenhaft, dass mit den gelben Reifen so schnell sind, dass, glaube ich kaum. Also das finde ich echt sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Der nicer Dicer. Und los geht's hier in Q3, das wichtigste Qualifying-Segment. Und natürlich auch die gibt die Startaufstellung vor. Es wurde ausgesiebt und los geht's. Unser erster Run auf den roten Reifen. Los geht's. Anfahrt, Turn 1, mehr Schwung, bisschen links nach rausgehen und jetzt nehme ich halt auch den Körper mit, das ist egal. So, da laufe ich im Rausbeschleunigen ganz, ganz zaghaft, denn den Grip bin ich gar nicht gewohnt. In T1 war der Grip auf den roten Reifen auf jeden Fall viel schlimmer, da kommt der DJ ein bisschen an der Mauer, kostet aber Gott sei Dank nur ein paar Tausendstel. So, da auch hier lasse ich mich raustragen, aber nur nicht zu weit, früh genug einlenken, nicht spät genug bremsen. Also spät bremsen, aber nicht zu spät bremsen, so Purple im ersten Sektor, das sollte auch hier, ja, eine meiner Bestzeiten werden, denn einen so einen schnellen Sektor 1 hatte ich am kompletten Wochenende noch nicht. Salala, hier anbremsen und da kommt nochmal der Rutsch an die Mauer, das ist absolut kein fehlerfreies Qualifying. Ich hoffe natürlich, dass es dennoch reichen wird. Oh ja, hier mal gucken, ob ein Flügel schon da ist, ist Gott sei Dank keiner da, hier links voll drüber, rechts. Den Körper leicht anberühren, soll dann auf dem Rausbeschleunigen keinen Quersteher haben. Der aber gut, sehr, sehr gut rausbeschleunigt. Und jetzt geht's natürlich Vollgas auf die Straight. Straight. Da haben wir leider nicht gerade das beste Auto. Aber ich würde mal sagen, ich denke mal, es sollte doch reichen für eine ordentliche Zeit. Vielleicht sogar eine unter 1,30. Das wäre unfassbar gut. So, mega rausgekommen aus der Kurve. Und dann folgt die linke und die rechte Kurve. Und dann haben wir es. Es ist eine neue Bestzeit. Keine 1,29, eine 1,30,1. Das ist ziemlich gut. Und dann kam eine richtig blöde Situation. Ich rutsche weg, stehe auf der Bremse, roll ein bisschen davor, warte hier. Sainz hat nicht mal eine schnelle Runde. Und dennoch gibt es hier die 5 Plätze. Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Wir gucken uns das gleich in der Replay nochmal an. Ich war fassungslos. Denn wir rutschen hier. Ich bin zu früh aufs Gas. Ich rutsche hier weg. Bremse aber auch. Ich bleibe hier echt stehen, weil ich mir denke, Sainz hat doch gesehen, dass da Gefahr ist. Es war natürlich meine Schuld, dass ich zu weit davor gefahren bin. Aber ich meine, das war maximal Rad an Rad hier. Ob das wirklich für eine... So, guckt euch das an. Das war Rad oder Flügel an Rad. Ob das jetzt 5 Plätze wäre, wisst, schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Ich bin sehr gespannt. Schaut auf gerne auf iTunes-Gaming auf TikTok vorbei und links mal alle... auf iTunes-Gaming auf Instagram vorbei. Abonniert doch unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne einen Daumen da. Und das ist morgen Startplatz 7. Bis dann, ciao. Danke fürs Zugucken.